So, da sind wir wieder nach dem sehr netten Cliffhanger. Und wir schauen einfach mal, was jetzt in dem Gras so Schönes kommt. Und ich hoffe mal, was nicht kommt, ist die Post jetzt. Denn es soll heute ein Paket ankommen. Oh, das ist Snaps. Ja, da müsste ich tatsächlich mal was schneiden hier. Denn meine Klinge ist ziemlich laut und nervig. Direkt gegenüber jetzt gerade von meinem Zimmer, wo ich aufnehme. Aber hoffen wir einfach mal, dass die etwas später kommen. So, wir haben Schnips gefunden. Das ist halt einfach. Schnips ist ein Pony. Oh Wunder, oh Wunder. So, versteckt sich noch etwas Schönes hier im Gras? Oh, ein Schnips. Ist egal, wir haben noch genug Trainer, um zum Trainieren. Sollte unser Level mal wirklich knapp werden, dann kann ich sowieso einfach mal eine Trainingssession wieder einlegen. So, Snails. Gut, fangen wir uns. Gut, besiegen wir es. Vielleicht sollten wir nicht Silverspoon. Stufe 14. Vielleicht ein bisschen schwächer. Hoffen wir es einfach mal. Ah, ich dachte gerade, das ist was Neues. Oh nein, das ist Bonbon. Wir haben Bonbon schon. Bonbon könnte uns aber ein Level abbringen. Okay, ich weiß gar nicht, ob Boxhift. Das ist eine gute Idee, Bonbon. Probieren wir das doch mal mit dir aus. Sehen mal, wie du das findest. Gut, du hast damit keine Probleme. Man könnte es ja mal probieren. Ja, Rooster macht nach jetzt 2 Giggles auch nicht mehr so viel Schaden. Mir ist aufgefallen, ich müsste etwas mehr auf meine Aussprache achten. Weil manchmal geht das doch ein bisschen unter, was ich sage, so benuscheln. Ist natürlich etwas anderes, wenn man vielleicht nur so für sich spricht. Das halt einfach nur in sein Bart reinmurmelt. Wobei ich eigentlich gar kein Bart habe. Das ist ja zweitens. Sweetable learned Squeezy Hug. Nein, das ist nichts, was man sich aufs Brötchen schmiert. Ja, also ich muss auf jeden Fall darauf achten, dass ich ein wenig deutlicher spreche. Das ist mir so aufgefallen. Aber ich denke mal, das sind Sachen, an die gewöhnt man sich dann einfach noch. Das ist wie in der Schule. Wenn man da einen Vortrag gehalten hat, dann sollte man natürlich auch darauf achten, dass man schön laut und deutlich redet. Vielleicht auch ein bisschen langsam und nicht in einem Geschwindigkeit, wie man sonst so mit Freunden reden würde. Einfach damit man dem Hirn auch genug Zeit lässt, die Sätze im Kopf zu bilden und nicht ständig ein M dazwischen zu platzieren. So, Squeezy Hack. Jetzt denke ich die ganze Zeit an Hack. Also an Hackfleisch. 15 Kraft, 75 Genauigkeit. The foe is hacked without consent. To bind the foe for 2 to 5 turns. Okay. Sind jetzt keine Attacken, die ich so gerne einsetze. Wobei, es gibt da ein Pokémon, das ist eigentlich richtig gut. Und zwar, das war in Generation 3. Oh, wie hieß es nochmal? Das Pilz-Pokémon. Kapilz, genau. Weil das konnte so eine Fähigkeit haben. Welche waren das? Dass schwache Attacken mehr Schaden machen? Und wie hieß der Angriff? Kugelsaat, glaube ich. Der auch so ein Angriff ist, der 2 bis 5 Mal trifft. Und deshalb natürlich auch wenig Schaden macht eigentlich.
Dadurch wird er aber dann sehr stark und dann konnte man dem, glaube ich, noch ein Item geben. Wodurch. Wie war es? Es gibt, glaube ich, ein Item, wodurch solche Attacken immer 5-mal treffen. Das war, glaube ich, eine der Arten, wie man Kapilz spielen konnte. Die andere war, gab, glaube ich, noch die Fähigkeit, dass Kapilz, wenn es vergiftet ist, keinen Schaden bekommt, sondern sich stattdessen heilt. Und dann hat man ihm als Item ein Toxic Orb gegeben. Dadurch, dass es den Toxic Orb getragen hat, hat es sich gleich am Anfang der Runde vergiftet. Und hat sich dann geheilt dadurch. Im Grunde wie Überreste, aber ich glaube, es war stärker, würde ich behaupten. Oder hat der Toxic Orb Toxin eingesetzt? Und die Heilung wurde dann auch wie bei Toxin der Giftschaden halt immer stärker pro Runde. Das kann natürlich sein. Weiß ich gerade nicht so genau. Ich weiß auf jeden Fall, ich hatte ein Kapilz. Und mein allererstes Level 100 Pokémon war übrigens ein Gardevoir in Saphir. Also, das war mein allererstes 100er Pokémon. Ist auch tatsächlich immer noch eins meiner Lieblings-Pokémon mit Gardevoir. Ich hoffe einfach mal, dass das in den neuen Pokémon-Spielen auch mit dabei ist. Also in Schwert und Schild. Und ich bin echt stark am Überlegen, ob ich mir vielleicht so eine externe Capture Card hole. Auch wenn die relativ teuer sind, so um die 100 Euro. Weil wenn ich jetzt vielleicht doch mal wirklich so ein paar Let's Plays mache, dann würde ich die auch auf der Switch spielen wollen und dann würde ich vor allem auch das neue Pokémon-Spiel spielen. Ich hatte auch schon überlegt, ob man da nicht gleich, weil wahrscheinlich viele das Spiel spielen werden, ob man da nicht gleich eine Art Challenge oder so macht. Natürlich alles mögliche fangen auf dem Weg dahin. Also in dem Spiel. Aber das hat mir gedacht, wie wär's denn, wenn man mal Pokémon benutzt, die einem jetzt einfach gar nicht gefallen. Es gibt ja immer Pokémon, die gefallen halt vom Aussehen halt nicht. Die dann einfach nur in der Box landen und man benutzt dann die ganzen coolen. Aber wie wär's mal, wenn man ein Pokémon-Spiel spielt und Pokémon benutzt, die man sonst einfach nur abgelegt hätte? Das Tolle daran ist, manche dieser Pokémon haben ja vielleicht auch dann einfach geile Entwicklungen, die man ansonsten später mal entdeckt hätte, wenn man die trainiert. Könnt ihr mal eure Meinung dazu schreiben. Und Schatzi kann mir auch sagen, ob sie das gerne sehen würde. Wobei die Antwort wahrscheinlich eh ja ist, weil sie alles gerne sehen und hören würde, was ich so mache. Am liebsten natürlich gern dabei sein, aber ja. Ich hoffe, das wird dieses Jahr nochmal. I just got down from Mount Moon, but I've still got gas in the tank. Oh, toll. Ah, der Gas lässt er jetzt bitte nicht hier ab. Oh, er steht sogar schon so zu uns. Ah, Shiwili. Auf Level 15, also ich denke mal, Shiwili sollte sich dann auch irgendwie im Bereich so 12, 14 entwickeln. Und wir werden verwirrt. Okay. Bitte komm durch. Danke. Die Frage ist natürlich... Ja, okay, Shiwili kommt noch relativ viel Schaden ab. Die Frage ist natürlich, Shiwili hat ja bisher eher schlechte Werte. Selber verletzt. Ob sie durch die Entwicklung einfach, ja, doch spielbar wird. Ich denke mal, das sehen wir dann erst bei der nächsten Level-Session. Wird wahrscheinlich dann erst in der nächsten Stadt sein. Was? Ich denke mal, jetzt in der Folge schaffen wir es bestimmt bis zu Bill. Da sind ja reichlich Trainer jetzt auf dem Weg dahin. Dann haben wir noch die Arena. Da
dann kommen wir zur nächsten Stadt. Ich weiß... Oh, Lyra. Auch schon entwickelt, okay. Und sie setzen Byte ein. Und wir setzen Byte ein. Das war ein kritischer... Ich hoffe mal... Nein. Ja, das wird's jetzt... Das wird Aua machen. Tja. Das war jetzt leider klar, dass wir so viel Schaden einstecken. Setz mal so gut ein. Ja, ich weiß gar nicht, wann wir den XP-Teil kriegen. Ich glaube wirklich, es war erst in der nächsten Stadt dann. Aber ich glaube, es war auch immer mit einer Voraussetzung, dass man, glaube ich, 40 verschiedene Pokémon gefangen hat. Das haben wir jetzt natürlich noch nicht. Die Frage ist auch, ob wir das überhaupt schaffen können jetzt schon. So wie es aussieht, können wir ja ein paar Entwicklungen immerhin schon bekommen. Also schon mal Shibiri, Lyra. Wir haben auch noch ein paar Pokémon vielleicht nicht gefangen, die wir schon hätten fangen können. Also vielleicht gab es ja am Mondberg noch etwas. Wie zum Beispiel Luna. Ich weiß gar nicht, wir haben schon mal eine Luna... Ach ne, wir haben nur von Luna gehört. Aber vielleicht gibt es die ja wirklich als seltenes Pokémon im Mondberg. Wie gesagt, Derpy kam auch in einem Bereich, wo wir schon ein ganzes Weilchen unterwegs waren. Also jedenfalls ich in der Level-Session. Und ich habe es nur ein einziges Mal gesehen gehabt. Sprich, die Rate, mit der es erscheint, ist wohl sehr gering. Das gleiche könnte halt auch auf Luna im Mondberg dann zutreffen. Was ich übrigens hoffe, auf jeden Fall noch zu fangen, ist, dass es natürlich Discord im Spiel gibt. Das würde mich sehr freuen. Das ist wirklich mein Lieblingsbösewicht. Beziehungsweise später ja nicht mehr. Später ist er ja ein... Ja, einer der Guten, kann man schon mit sagen. Kämpfen wir gerade gegen wilde Pokémon? Ich glaube ja. gut. Nee, dann werden wir weg hier. Mit Snips brauchen wir uns jetzt gerade nicht anlegen. Den haben wir besiegt. Den hier haben wir noch nicht. Local Ponies come here to practice. Ja, das machen wir auch gerade. Der setzt Snips ein. Ach, der Youngster Joey. Und schon wieder Snips. Wir benutzen mal Byte. Weil wir machen dem gerade so wenig Schaden eigentlich. Es wäre eigentlich interessant, wenn man bei Byte auch noch gleichzeitig seine Verteidigung erhöhen würde. Dann trotzdem den Schaden austeilt. Das wäre interessant eigentlich. Er senkt gerade unsere Verteidigung, das gefällt mir nicht. Deshalb werden wir wechseln. Ja. Zurück zum Thema, was ich gerne noch fangen würde. Also Discord würde ich mich freuen. Luna auf jeden Fall natürlich auch. Celestia, ja, können wir auch mitnehmen. Cadence. Aber von dem bösen... wie hieß sie noch gleich? Ja, wie Forest hier von diesen... Käferponys, was es war. Boah, mir fällt gerade der Name nicht ein. Die böse Königin. Chrysalis. Die war es, genau. Die fand ich nämlich vom Design auch schon immer toll. Wechseln wir aufs Boden. Wir könnten natürlich auf Dash wechseln, aber... Ist ja schon unsere Stärkste und schon Level 18. Ich könnte das noch versuchen, sie auf 19 oder 20 zu bringen, einfach damit wir beim Arena-Leiter gut durchkommen. Ich glaube, Misty hatte mit Starmie immer irgendwo im Bereich 20, 21 oder so. Mal gucken, unser Team ist ja eigentlich durchweg eigentlich ganz gut. Deshalb sollten wir das auch schaffen können.
Bei Misty war auch immer das Problem, dass ihr Starmie, glaube ich, Konfusion konnte, wodurch es einen verwirrt hatte. Und dann hat es auch noch relativ viel Schaden gemacht mit... Früher war es nur Aquaknarre, später hat es Aquawelle gekonnt, wodurch es ja auch verwirrt hat. So dass man dann auch kaum noch getroffen hat. Also ja, das war dann teilweise doch schon sehr nervig. Und ich glaube, heilen konnte sie auch noch mit Genesung. Dann haben die Trainer ja auch noch Tränke gehabt. Also bei Rocco hatte ich meistens kein Problem gehabt. Aber Misty ging mir manchmal schon auf die Nerven. Ist auch interessant, wer wäre, ob sich Scootaloo jetzt nochmal entwickeln kann. Und vor allem, ob das die einzige Entwicklung war. Vielleicht kann sich Scootaloo ja nicht nur durch einen Mondstein entwickeln, sondern vielleicht ist die Mondsteinentwicklung Sweetie Bear wohl ja zu dieser Dracula-Version, Scootaloo jetzt Werwolf. Vielleicht sind das einfach nur ihre Halloween-Kostüme. Vielleicht haben sie auch noch eine Entwicklung einfach nur durch Level und eine Entwicklung durch einen Donnerstein oder so. Sodass halt verschiedene... Dass halt verschiedene Kostüme dadurch haben. Wir haben ja noch Apple Bloom, die sich auch durch einen Mondstein entwickeln kann. Ich denke mal, sobald wir einen Donnerstein oder sowas bekommen, können wir ja bei Apple Moon einfach mal gucken, ob die den auch benutzen kann. Weil dann trifft das auf die anderen beiden garantiert auch zu. Beziehungsweise, wenn eine Level-Session kommt und wir Apple Bloom dann trainieren. Ich denke mal, die nächste wird wahrscheinlich so bis Level 18, 20 dann wieder sein. Vielleicht entwickelt sich Apple Bloom dann auch. Auch das würde ich dann als Bestätigung der Theorie ansehen, dass die anderen beiden auch nochmal andere Entwicklungsmöglichkeiten haben. Etwas anderes, wir können auch einfach mal in den Ponydex gucken. Kurz. Rainbow Dash, Twilight. Wir haben hier Apple Bloom und haben drei Plätze frei. Da kommt Scootaloo. Wir haben Scootaloo, einen Platz frei, Endscoot und noch einen Platz frei. Dann kommt Sweetie Belle. Und auch Sweetie Belle hat einen Platz frei. End-Sweetie Belle und noch einen Platz frei. Ich muss jetzt einfach mal, das sehe ich eigentlich auch schon als Bestätigung an, dass sie noch zwei andere Entwicklungen haben. Garantiert Sweetie Belle durch Level-Up zu einer anderen Sweetie Belle. Und nochmal irgendeine Möglichkeit. Irgendein Stein vielleicht. Damit Tiara und Spoon sind direkt hintereinander. Und dann kommen noch Twist, Snip, Snails. Die werden keine Entwicklungen haben. Fill die Trixie, Trixie und ein Platz frei. Ich denke mal, Trixie hat dann auch nochmal eine Entwicklung. Genauso wie Chivalry, Sikora. F-Gilda kann sich auch nochmal weiterentwickeln, gar nicht zu Gilda. Also ja, anhand von den Pokédex-Einträgen kann man das manchmal auch schon erkennen, ob da vielleicht nochmal eine Entwicklung kommt, die man noch nicht hat. Ja, werden wir uns wohl nochmal Sweetie Belle und Scootaloo fangen müssen und nicht nur einmal, sondern nochmal zwei. Aber die waren ja relativ häufig, von daher. Dann aber am besten gleich auf einer höheren Stufe, damit wir auch nicht so viel trainieren müssen. Okay, Daisy kriegt jetzt nicht so viel Schaden hier von uns. Probieren wir mal Geduld. Das ist jetzt bald. Setzt sie lecker ein. Schlecker. Ja, wir werden paralysiert. Sehr schön. Und Curse. Ja, der wird auch nicht viel Schaden machen jetzt. Lächerlich. Ich becher mich weg. Nein, nicht Samurai. Ich wollte... Warum setze ich jetzt eigentlich Spoon ein? Sie hat gerade ihre Verteidigung erhöht. Sie erhöht nochmal ihre Verteidigung. Eigentlich hätten wir doch lieber Sikora einsetzen sollen. Obwohl. Sie ist langsam, wir haben Bite.
machen ganz guten Schaden und lassen sie flinchen. Es war eine super Entscheidung, die ich unbewusst getroffen habe. Manchmal einfach mit Kopf ausspielen. Hatte ich überhaupt vorgelesen, was er gesagt hat? Ich glaube nicht. Hi, mein Boyfriend ist cool. Ich bin nicht dein Boyfriend. Ja, und eine kleine Sikora. Die hat ja nicht viel Verteidigung. Da sollte es gut gegen ankommen. Geschwindigkeit ist stark. Und mir fällt gerade auf, ich habe mein Fenster noch offen. Aber ich sehe am Ausschlag, man hört die Geräusche von draußen jetzt nicht unbedingt so stark. Weil wie gesagt, bei mir bauen sie noch die Straße und deshalb fahren auch öfter mal jetzt LKWs vorbei. Aber das Mikro ist eigentlich ganz gut, dass das jetzt nicht so viel Nebengeräusche aufnimmt, sondern nur was halt stark in der Nähe ist. Also ich esse das Mikro schon fast. Allerdings höre ich jetzt die Musik vom Spiel nicht mehr, denn die kommt immer noch über die Lautsprecher und nicht über das Headset. Weil wie in der letzten Folge gesagt, ich glaube, das war die letzte Folge. Glaube ich, mein Headset die Ausgabe nochmal mit übers Mikro auf und dadurch klingt die Musik dann irgendwie komisch. Also ich hoffe einfach mal, es ist jetzt auch besser auf YouTube. Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich meine Pokémon wechsle, aber I'm off to see a Pokémaniacs Collection at the Cape. Okay, weil ich dachte, ja, Bergsteiger, der hat ja garantiert Gestein oder Boden-Pokémon, aber ja. Ich glaube, danach kann man hier nicht wirklich gehen. Beziehungsweise, wenn die es auch beachtet haben, dass bestimmte Trainertypen bestimmte Ponys benutzen, dann weiß ich trotzdem jetzt noch nicht, wer welches Pony hat. Oder welche Arten von Ponys. Bonbon. Wir wechseln mal auf Sikora. Konfusion. War das jetzt richtig so? Ja, gut. Langsam lernen wir was. Ist verwirrt, komm, besieg dich selbst. Ja, bitte, bitte. Es hätte uns ja den Gefallen ruhig mal erfüllen können. Aber immerhin kriegt sie Kawaii ein Level ab. Level 16. Könnte sein, dass sich die Kawaii jetzt langsam entwickelt. Ich bin gespannt. Erhöht die Verteidigung, aber Konfusion ist ja eigentlich ein Special Move. Sollte uns also nichts ausmachen. Gut. Berry Punch auf flach gelegt. Kommt noch eine Gilda. Gilda war, glaube ich, vom Dark Type, ne? Was war das jetzt? Konfusion ist Magic. Ich glaube, das war nicht effektiv. Ah, okay. Ich lerne langsam, ja. Gegen Dark war... Loyalty war auch nicht gut. Und Laughter war nicht gut. Aber wir haben ansonsten noch keine anderen Attacken, die da gut waren. Generosity ist, glaube ich, gut. Was war Applejack? Courageness? Irgendwie so. Ja, aber da haben wir noch nichts.
können wir also nur normal effektiv angreifen. Was in diesem Fall auch ausreicht. Ja, Biss ist einfach eine schöne Attacke. Und wir haben den Nob besiegt. Aber Sekora hat sich nicht weiterentwickelt, das kann nicht sein. Wir müssen Sekora nach vorne setzen. Ich denke mal, wir brauchen dann Diamond Tiara und Silver Spoon auch gar nicht mehr so extrem zu trainieren. Weil wenn die sich gar nicht weiterentwickeln können, werden die ja demnächst von anderen Ponys garantiert ersetzt werden. Der Doktor ist, glaube ich, Magie. Sollte das ja einfach normal effektiv sein. Ja. Dann benutzen wir doch nämlich lieber Sekora, die kann sich weiterentwickeln, kriegt dadurch dann auch einen Boost bei ihren Statuspunkten. Wird stärker. Aber erstmal sind Diamond Tiara und Silverspoon noch gute Ergänzung fürs Team. Haben wir dann noch jemanden, der sie eventuell dann weiterentwickeln kann? Also wir haben Sweetie bei Scoot. Dash Sequoia, ja, nö. Zurzeit nicht. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch keinen auf der Bank. Kein Pony auf der Bank, welches wir mitnehmen könnten, was sich eventuell entwickelt und auch vom Level her jetzt gerade passend noch wäre. Müssten wir nachdrehen. Also wir lassen das Team jetzt erstmal so und sobald der XP-Teiler kommt, gibt es eine Level-Session. Jetzt habe ich verkackt. Wir hätten nämlich schon an das Item rankommen können. Wenn wir hier unten gestanden hätten, hätte der Trainer uns gesehen, wäre runtergelaufen. Er hätte uns den Weg freigemacht. So können wir ja später ran. Sobald wir Zerschneider haben. I had this feeling inside my bones. Nein, I knew I had to battle you. Dieses Feeling hat er. Das ist jetzt nicht hier Justin Timberlake, sondern Youngster Shad. Der setzt Applejack ein. King Applejack ist nur Generosity. Gut. Ich hoffe doch, dass wir irgendwann auch mal einen Applejack finden. Wie gesagt, nur eine Art von Ponys, Attacken, die effektiv sind gegen sie, das ist klasse. Und der Fluttershy. Oh, wir brauchen auch Fluttershy. Tut eigentlich schon fast weh, dass man gegen Fluttershy kämpfen muss. Aber nur fast. Wir werden uns ja noch eine fangen und dann werden wir sie streicheln und fliegen und ihre Mähne kämpfen. Und sie großziehen. Aber wenigstens mussten wir Fluttershy jetzt nicht besiegen, sondern sie hat es selber gemacht. Das nimmt wenigstens ein bisschen Schmerz aus unserem Herzen. My friend has many cute Ponymon. I'm so jealous. Wir haben auch einige cute Ponymon. Aber mal dieses Denglisch auch. Cute Ponymon. Spike war, glaube ich, Magie. Was war gut gegen Magie? Nee, Magie. Magie ist effektiv gegen Drachen. Gut zu wissen. Super effective. Und Sekora ist 18. Kommt jetzt die Entwicklung? Sie versucht auf jeden Fall, was war der? Sluggish Brew. Wir sehen ja. Wir schauen mal, was Sluggish Brew ist. Paralyzing Dust is scattered wildly. It may paralyze the foe. Oh, okay. Scary Face, Scary Face.
Sharpie Reduce in Speed wäre auch nicht schlecht, dann nehmen wir halt Table Props. Und Post. So, ich hoffe doch mal, dass ich jetzt nicht vergessen habe zu schneiden, weil die Post gerade kam. Ich kann ja erstmal. Gucken wir mal kurz rein, was denn da ist. Weil, es müsste, jawohl, mein Kalimba ist angekommen. Schön. Kann ich dann ein bisschen üben. So, aber spielen wir erstmal weiter. Slagespur. Wechseln wir um. Wechseln wir mal zu Sweetie Bird. Wir brauchen noch ein paar Erfahrungspunkte. Und natürlich kommt Spike wieder rein. Spike setzt Fokusenergie auf, das ist durch die Chance auf kritische Treffer, die er machen kann. Gut, wieder Rocksift einsetzen lieber. Das macht wenigstens auch Schaden. Und noch ein Spike. Gut, wir lassen Sweetie Bird drinnen. Dann kriegt sie auch ihr Level ab. Wäre gut, wenn sie mit Rocksift nochmal critten könnte. Was ist denn überhaupt Rocksift? Steinhage müsste das sein. Da passt doch die Animation zu. Und dann ist das eine physische Attacke. Das heißt, mit Kohl macht sie wieder weniger Schaden. Gut. Aber es hat gereicht für Spike. Und Sweetie Bird erreicht Stufe 16. 39 Angriff, 40 Spezial. Langsam ist sie halt. I'm not so jealous. So, besuch mal meinen guten Bill, der ein Pippi ist. Hiya, I'm a Ponymon. No, I'm not. Call me Bill. I'm a true blue pony maniac. Hey, what's with that skeptical look? I'm not joshing you, lady. I'm screwed up in an experiment and got combined with a Ponymon. So, how about it? Help me out here? Ja, machen wir natürlich. Wait till I get inside the teleporter. When I do, go to my PC and run the cell separation system. Wir müssen das ja sowieso machen. Denn von ihm kriegen wir ja das Ticket für die MSN. Und auf der erhalten wir den Zerschneider. Yeah! Thanks, lady. I owe you one. So, did you come to see my Ponymon collection? You didn't? That's a bummer. I've got to thank you. Oh, here, maybe this will do. Okay, SS-Ticket kriegen wir hier. That cruise ship SSN is in Vermilion City. I hear there are lots of trainers on board too. They invited me to their party, but I can't stand fancy dos. Why don't you go instead of me? Go on and have a good time. Ja, das werden wir machen. So, und wir ruinieren noch Misty ihr Date. This cape is a famous date spot. Misty Jujimia has high hopes about this place. Hello, are you here alone? If you're out at Cerulean's Cape, well, it should be as a couple. Ach, war das doch nicht hier in dem Teil. In welchem war denn das? War es in Pokémon Gelb? In irgendeinem Teil hat nämlich Misty hier ein Date und, man muss sie hier oben treffen, damit sie wieder zurück in die Arena geht. Warte, war das wohl doch nicht der Teil. Ich sehe schon, wir sind doch wieder bei einer halben Stunde. Deshalb, heim einfach nur unsere Pokémon. Und in der nächsten Folge machen wir die Arena-Leiterin Misty. Wir können nochmal kurz gucken, ob wir vielleicht doch irgendwas tauschen können, aber eigentlich sollten wir nicht. Das sollte nichts in einem guten Bereich sein. 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 14 Twist, ja, die entwickelt sich ja auch nicht weiter. 5, 11, 9.
Nee, sieht alles gerade eher schlecht aus. Wir behalten unser Team so bei, wie es ist. Ja. Punkt. Und dann machen wir in der nächsten Folge die Arena. Bis dahin.